4-0 am Schluss. Schlussergebnis gegen FCZ. Souveräner Sieg. Und bei mir der Best Player vor der Partie, der Gianluca Gaudino. Herzlichen Glückwunsch zum absoluten souveränen 4-0 Sieg. Ja, vielen Dank. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir das Spiel so hoch gewinnen konnten. Und ja, es gibt uns jetzt auch einen enormen Schub und Selbstvertrauen für das nächste Spiel. Für dich persönlich auch eine erfolgreiche Partie gewesen, der Treffer zum 4-0, der Freistoßtreffer. Nimm es schnell mit, ist von Anfang an klar gewesen, dass du das probierst, unter der Mauer durchspielen? Ja, mit Uli ist ein bisschen diskutiert, ob ich es machen soll, und dann am Ende habe ich es einfach durchgezogen. Ja. Hat gepasst, der Sandro Loper hat bei uns oben den Match kommentiert, hat darauf tippt, dass du rechts oben hängst. Wäre das auch ein möglicher Plan gewesen? Ja, wir sind alles durchgegangen. Kurzfristig haben wir überlegt, ob Ulis schießt mit links, und ja, und dann haben wir gesagt, komm, ich probiere es unter der Mauer durch. Ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass es so geklappt hat. Wunderbar. Von außen hat es ausgesehen, so souverän, wie ihr auftreten seid, dass auch so ein bisschen mit Kräften schonen hat geklappt. Also, dass jetzt nicht bis ans Äußerste hätte müssen gehen, ein täuschter Eindruck. Oder hat da auch ein bisschen etwas Richtiges, ist da etwas Richtiges drin? Na, das täuscht auf jeden Fall. Wir haben, ja, jeder Spieler ist heiß zu spielen. Ich meine, das hat man auch gesehen bei den Spielern, die noch reingekommen sind, überragend gemacht. Und ja, es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu spielen, weil jeder willig ist, jeder die Spiele gewinnen will, und dann macht es auch den Zuschauern Spaß. Hat es auch im Hinblick auf den Auftritt im Maracanã so ein bisschen einen Boost gegeben in Sachen Selbstbewusstsein? Man merkt, es läuft, wir haben den Gegner im Griff, wir haben die Automatismen, die funktionieren. Es passt einfach. Ja, klar, es passt einfach. Deswegen, ja, sind mega froh. Wunderbar, also dann sagen wir viel, viel Erfolg in Belgrad und nochmal herzlichen Glückwunsch zum heutigen Goal.